Gut, in dem Teil bauen wir uns eine Geheimbasis. Moment, bin ich auch Aufnahme? Ja, bin ich, okay. Um Geheimbassen zu bauen, braucht man zuerst Geheimpower. Und Möbel und Tische und was weiß der Geier, was für Zeug. Holen wir uns zuerst ein Pokémon und bringen es Geheimpower bei. Metaross City, wir fliegen. Quatsch, Libeta, wir fliegen. Bluebella, das ist jetzt, weil ich hier mit dem Bluebella alle ausnocken wollte. Ihr seid zufrieden, ich bin schon wieder ganz heiser. Nimm mal Zigzags. Ist das ideale Pokémon für Geheimpower. Und zack. Okay, Moment, ich muss meine Haare zurecht tun. Ich muss immer irgendwas zurecht tun bei mir. Irgendwas, das auf meinem Kopf ist. Wo ist Geheimpower? Geheimpower, 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 wo bist du? Hier, wo ich letztens zu heiß war, das war bei der roten Edition. Okay. Zigzags. Ach, das ist unser alter Zertrümmerer-Slave vom Gyarados. Tun wir unser Zigzags wieder in Stauben als Poké-Slave. Jetzt die Frage, wo bauen wir unsere Geheimbasis auf? Es gibt hier viele Punkte, es gibt Bäume in dem Spiel, es gibt Höhlendinger im Spiel, was gibt's noch? Naja, Bäume und Höhlen fallen mir gerade ein. Es gibt noch andere Büsche, glaube ich, gibt es noch, weiß nicht. Ich habe ewigst lang keine Geheimbasis mehr gebaut. Das letzte Mal, wo ich eine gebaut habe, das war vor 2 Jahren im Jahre 2009. Da habe ich das Spiel täglich mit der Smaragd gespielt und mir gelegentlich eine Geheimbasis aufgebaut. Ja, bauen wir unsere Geheimbasis mal dort auf. In der Wand ist eine kleine Einkerbung. Möchtest du Geheimpower einsetzen? Ja. Zigzag setzt Geheimpower ein. Ach, wir haben eine Höhle, neue Höhle freigeschaltet. Nein, die sieht scheiße aus. Okay, darüber müssen wir gar nicht drüber reden. Das ist mir viel zu schmal. Da ist noch was. Ja, möchte ich. Und bam. Ja, okay, es ist hier so ein PC errichtet. Jetzt können wir so Möbel aufbauen. Nee, Tisch, Stuhl, Pflanze, Ornament. Können wir die Lotus. Nee, die müssen wir auf Tischen platzieren. Ah ja, okay. Hier könnte ich einen Gang hinbauen. Ist ja fast wie Minecraft. Okay, kaufen wir uns erst einmal Möbel. Ich zeig euch mal, wo man die Möbel alles kaufen kann. Man kriegt Möbel hier, da kriegt man edle Tische. Also bei diesem Vulkanaschen Typen da, der gibt euch edle Tische und Stühle, sind aber ziemlich kostspielig. Hier kriegt man Möbel in einem dieser Baumhäuser. Ich glaube, das war das da. Oder? Warte, was zum. Wo ist es? Wo ist das Wingal? Hast du es gesehen? Ja, es ist da lang. Okay, wir fangen uns jetzt dieses Wingal. Scheiß auf dieses Let's Play. Wir fangen uns dieses Wingal. Nicht. Ja, genau hier kann man es kaufen. Ja, ihr seht, die Möbel sind sehr, sehr teuer. Fast so teuer wie ein Nugget. Eine Kleinigkeit. Ein kleiner Tisch nur kostet 3000. Also solltet ihr euch gründlich überlegen, bevor ihr euch entscheidet, eine Geheimbasis zu bauen. Kaufen wir uns mal Oh Junge, da gibt's viel. Oh nee. Kaufen wir uns mal ein. Was ist ein Intarsientisch? Oh mein Gott.
Kaufen wir uns mal einen Pokémon-Tisch. Nicht keinen kleinen Tisch. Achso, der ist dann klein, den nehme ich an. Kaufen wir uns einen schweren Tisch, ne? Okay. Jetzt haben wir einen schweren Tisch gekauft. Und jetzt kaufen wir so ein paar schwere Stühle. Kaufen wir zwei Stück, die können wir alle tragen. Alter, meine Stimme, die ist so gefickt, ey. Okay, das gefickt, das nehme ich zurück. Sorry, Leute. Okay, es gibt noch eine Möglichkeit, Items zu, Dinger zu, also Möbel zu kriegen. Und zwar kann man sie in Seekor Sub-City Einkaufszentrum kaufen. Jawohl. Ich sag jetzt mal ein bisschen weniger. Ihr kennt's mich doch, ne? Nach 200 insgesamten Let's Play Parts müsstet ihr mich schon richtig kennen, wenn ihr schon alle sind. Okay, 200 habe ich nicht gemacht, ich übertreibe. Sag mal 150. Grob aufgerechnet. Ach ja, die sind ganz oben, die Möbel. Genau. Die ganze Möbel, die sind oben. Ich hol. Die Musik ist weg. Die ganze Möbel. Okay, gehen wir. Die sind ganz, glaube ich, ganz, ganz oben im obersten Stock. Also wirklich ganz, 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 ganz oben. Jawohl, es sieht danach aus. Jawohl, das gibt's hier Puppen zu kaufen. Puppen. Was, Schluppuck, Puppe? Okay, ich bin ein Mädchen. Ich kaufe mir eine Neko-Puppe, weil die so süß aussieht. Jetzt habe ich mir tatsächlich eine Puppe gekauft. Oh mein Gott. Ich glaube, ich bin der einzige Let's Player auf YouTube, der sich eine Puppe in Pokémon gekauft hat. Was für eine Blamage. ein Diamantkissen. Und der sich Kissen kauft. Und was noch? Und der sich Poster kauft. Mit schönen pinken Mustern drauf. Für Spaß. Was? Ich will ein Pikachu-Poster, aber da steht Pichuka. Wahrscheinlich ist es das Pikachu-Poster. Ich brauche ein paar Matten oder sowas. Ja, super, da sind die Matten. Drehmatte, Sprungmatte, Glitzermatte, Stahler, Geofissurmatte, kaufe ich mir da eine. Anziehungsschneematte, Feuermatte. Eieieiei. Sprung, ich glaube, ich brauche eine normale Matte. Eine Billigmatte. Eine kleine Matte, dann deswegen helf mir jetzt eine Glitzermatte. Glitzer, Glitzer. Kaufe ich mir da zwei Stück. Weil wir brauchen, obwohl ich brauche vier mindestens, weil wir haben ja so viele Schuttlöcher da in unserer Geheimbasis. Und jetzt kaufen wir uns noch eine Stahlermatte. Ich habe keine Ahnung, wie das aussieht. Ich habe mir noch nicht so oft Geheimbasen gebaut. Lassen wir uns überraschen. Und jetzt gehen wir den längsten Weg mit den Treppen statt den Aufzug. Weil wir so arme Leute sind. Wir haben jetzt gerade wie viel Kohle ausgegeben? Moment, wir haben gerade insgesamt für die Möbel 40.000 ausgegeben. Grob gerechnet. Oder 30.000. Könnt ihr ja nachschauen. Meines Erachtens extrem teuer. Aber Mai, wer's mag. Hallo, du alter Sack. Ja, du schaust mir nicht an, weil du so fett bist. Ja. Ich glaube, ich muss mal Pause machen. Also, momentane Pause. Weil nach dieser Geheimbasis fangen wir uns ein Barschwar. Das dauert auch seine Zeit. Wo ist deine Geheimbasis? Wo habe ich sie platziert? Ah, da ist sie. So, jetzt mal drin. Moment, ich speichere kurz, okay. Bis gleich, dann dekorieren wir unsere Geheimbasis. Jö.
Okay Leute, jetzt sind wir wieder da. Jetzt dekorieren wir mal unsere hübsche Geheimbasis, ne? Okay, dann nehmen wir mal ein schönes Püppchen. Ne, Quatsch. Hab ich einen Tisch gekauft? Ja, hab ich. Und dann nehmen wir uns ein paar Mattchen und platzieren sie hier drauf, wenn es geht. Nein, es geht nicht. Achso, man muss Bretter kaufen. Bretter, wo kriegt man denn die Bretter her? Jetzt nehmen wir mal eine Chest von hier. Dann eine hier. Dann ich will nicht so viel Glitzermatten, ey, sonst wird es noch wirklich cool. Oh juch, ist die groß. Deswegen war sie auch so cheap, ne? Ey, weg mit dieser Glitzermatte, die stresst mich hier. Was ist die Stahl? Ach, die ist auch so groß. Ach, die ist ja auch so groß. Und was ist die Stahlmatte? Ach, die ist ja auch so groß. Und was ist mit der Geofissurmatte? Ach, die ist ja auch so groß. Okay, 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 okay. Okay, okay, okay. Oh, Namen. Was bloß zählt? Ach, das haben wir vom Rätselmeister gekriegt. Platzieren wir das mal hier. Stuhl. Ich werde so haben, die Pokémon-Macher auch die ganzen Landschaften gebaut, immer einzeln. Nee, das glaube ich eher nicht. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir zum Zelt hin? Hoffentlich ist das... Das ist ja ein Billardtisch. Moment, ich muss mal ganz kurz was entfernen. Was stresst am meisten? Das da? Und das da? Und das da? Nein, nicht das da, sondern das da. Okay. Ja. Dekorieren. Was wollte ich machen? Ach ja. Nein, ich weiß es nicht mehr. Doch, wollte ich. Ich weiß es wieder. Ich weiß es wieder. Den Tisch wollten wir hier platzieren. Und jetzt die Stühle da bei dem Tisch rum. Wenn ihr einen Datenaustausch im Pokesender macht mit einem anderen, mit einem Freund, der das Spiel auch hat, dann könnt ihr die Geheimbasis eures Freundes hier finden und gegen ihn antreten. Also kämpfen quasi. Ja, und wenn ich mir jetzt alles so schön rechts zu rechts platziere, labere ich jetzt euch voll. So, dann noch ein schönes Pikachu-Poster. Ja, ich humpel gerade herum mit meinen. Ich dreh durch, ich dreh durch, ich dreh durch. Da kommt das Lutzel da drauf. Da können vielleicht ein paar Mädchen, die da vorbeikommen, damit spielen. Oder das Linken, wenn sie aus Polen kommen. Nichts gegen Polen. Ich muss sagen, ich bin kein Rassist. Ich habe nichts gegen Ausländer. Ich verarsche die bloß so manchmal, weil ich das so lustig finde, aber ich hab nichts gegen die. Was ist denn das überhaupt? Muss man das darauf platzieren oder was? Diamantkissen. Hä? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe es nicht. Okay. Joi, Glitzer, Glitzer. Es glitzert alles so schön, ja. Jetzt brauchen wir noch... Ach so, da kann man so rüber, okay. Hallo, Deniko, ich spiele mal ein bisschen mit dir. Und jetzt gehe ich ins Zelt rein. Jetzt mache ich mir das bequem. Ja, okay, jetzt haben wir hier eine schöne Geheimbasis hier errichtet. Auf die Schnelle. Für weniger als 20, nee, 40.000 Poké-Dollar. Ja, wenn ihr Lust habt, könnt ihr sowas bauen. Ich bin da völlig offen, wenn es euch Spaß macht. Also bis zum nächsten Part. Servus.